Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich lasse heute die Hosen runter. Wir machen mal einen kleinen Kostencheck bei unserem Oma-Golf. Das Auto ist mir mittlerweile wirklich massiv ans Herz gewachsen. Ich habe neulich eine kleine Probefahrt mitgemacht. Video ging übrigens geisteskrank durch die Decke. Vielen Dank für den Support da nochmal. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Auto ist für mich schon legendär. Muss ich einfach so sagen. Dafür, dass das Ding... Also erstens mal habe ich mittlerweile zu dem Auto eine doppelte Bindung. Das heißt... Das ist wirklich das Auto von unserer Oma. Also ich und meine Brüder sind als Kinder mit diesem Auto schon öfter mal zum Kindergarten gefahren, abgeholt worden, Essen gefahren und so weiter. Das ist natürlich in erster Linie schon mal besonders für mich. Und dann in zweiter Linie war dieses Auto ja auch mein Einstieg bei Grip, dem Motormagazin. Was für mich bis heute auch wirklich ein, ich nenne es jetzt mal, Traumjob ist. Definitiv, weil mein Herz schlägt einfach fürs Tuning. Ich sage es immer wieder und ich bin jetzt in der Position, dass ich bei Grip, dem Automagazin, für mich schlechthin, ist einfach so, dieses Tuning wieder nach und nach integrieren und aufleben lassen kann, was natürlich für mich 10-mal angenehmer ist, als irgendwelche normalen Autos zu testen, weil ich will nämlich dieses Tuning machen. So, und dieses Auto war ja der Einstieg. Das heißt, die Geschichte dahinter ist, RTL 2 war auf mich zugekommen, ob wir nicht zusammen mal was machen wollen. Und daraufhin habe ich vorgeschlagen, dass ich damals für Grip YouTube dieses Auto baue. Damals mit der Prämisse 500 PS für 5000 Euro. Am Ende ist es natürlich wieder eskaliert. Das heißt, wir haben das Auto nicht gleich für 500 PS gebaut, sondern es wurde halt gleich einfach schon mal mehr. Dementsprechend war das Budget auch ein bisschen höher. Aber ich bleibe dabei, man kann für 5000 Euro diese 500 PS mit einem VR6 bauen. Ihr wolltet einen Wolf im Schafpelz, jetzt kriegt ihr einen. Das Ganze möglichst günstig, das heißt, wir versuchen, dieses Auto für 5000 Euro auf 500 PS zu bringen. So, und hier haben wir auch schon unser Schätzchen. Ja, Joni, erzähl mal, was ist das überhaupt für ein Golf hier? War damals mein erstes Auto, habe ich von meiner Oma geerbt. Lass uns mal unter die Haube gucken und mal überlegen, was wir alles so machen müssen. Durch fest, es geht los. Boah, der dreht sogar durch. Das ist ja ein wahres Beschleunigungsmonster hier. 75. Ah, noch schneller als ich dachte. Doch. Da war nur kurz der Begrenzer. Zack. Alter, 19,0 Sekunden. Nächster Schritt ist, wir müssen hier den Motor ausbauen. Und dann machen wir aus 2 1. Mittlerweile bei 641 PS angekommen. Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich denke schon, dass das in Richtung 700 gehen könnte. Messtag ist beendet. Wir haben 8 Messungen gemacht, haben uns nach und nach ein bisschen weiter vorgearbeitet. Wir brennen das Ganze jetzt aufs Steuergerät, packen zusammen und dann wird als nächstes eine Runde geballert. Und jetzt wollen wir heute mal gucken, was an Leistung angelegen hat, damit das Auto diese Zeit fährt. 940. Scheißhaus ist wirklich schneller als im Obenhaus. 998 PS an der Radnabe. Das waren jetzt ungefähr so, wie wir auf dem Event gefahren sind. Ja, also jetzt machen wir tatsächlich Schluss. 1072, mehr ist jetzt auch nicht zu holen. Für 5000 Euro auf 500 PS. Auf jeden Fall war sowohl das Auto als auch diese Videoreihe dann so erfolgreich, dass wir die wirklich verlängert und ausgebaut haben und so weiter. Und ja, so wie ihr es von mir kennt, gibt es bis heute dieses Auto und ist auch für mich definitiv ein Auto, was unverkäuflich ist. Genauso wie bei dem Abarth kam auch dort schon hier und da mal einer an, ey, willst du nicht verkaufen? Ich sag, Leute, dieses Auto kann ich nicht verkaufen. Ist einfach so. Und ja, deswegen habe ich mir einfach mal überlegt, ihr wisst ja, dass aktuell nachher steht, wird den einen oder anderen erschrecken.
sowohl positiv als auch negativ. Deswegen, let's go. Ich finde es einfach cool. Freut euch auf künftige Videos. Es geht jetzt wieder bergauf, definitiv. Weil einfach, wenn diese Autos bald fahren, das wird einfach nur gut. Und jetzt mittlerweile auch, jetzt habe ich wieder genug Abstand gewonnen in den letzten 3-4 Monaten, weil die Zeit vor der Essen Motorshow war mal wieder für Tom und mich wirklich hart für diese Autos. Wir haben wirklich Tag und Nacht wieder gebaut. Jetzt, 3-4 Monate später, habe ich wieder eine Distanz dazu, dass ich wieder richtig Bock bekomme. Aber erstmal geht es um Kosten. Oma Golf, bevor wir uns wieder zu sehr auf andere Gebiete festquatschen. Also, fangen wir an. Erstmals, allererstes. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war teilweise beim Thema Kosten erschrocken, wie teuer die eine oder andere Sache geworden ist. Also die ganzen Preise, die ihr jetzt hier seht, ist das, was ich eben gerade auf die Schnelle, deswegen musste ich es mir auch aufschreiben, weil ich kann mir nicht jeden Preis merken. Doch, ich kann mir tatsächlich jeden Preis merken, aber ganz viele von euch haben hier und da mal ein bisschen rumgemeckert, dass sie diese Preise im Internet nicht finden oder es scheinbar auf 5 Euro genau sein muss. Deswegen habe ich es mir jetzt einfach aufgeschrieben, bin einmal das Internet durchgegangen und habe wirklich die Listenpreise genommen, die ihr genauso findet. So, das heißt, diese Preise, die hier stehen, bekommt jeder von euch bei den bekannten Händlern. Ich mache jetzt auch keine Werbung in diesem Video. Alles, was ich einblende, ist einfach der günstigste Preis im Internet. Ihr werdet sehen, das ist eine bunte Mischung. Und so fangen wir auch mal an. Was wir komplett außen vor lassen, ist Arbeitszeit. Die sind einfach schwer zu beziffern. Da kommen wir ganz am Ende drauf, wie viel Zeit das wohl war und was es dann so gekostet hätte. Aber wie ihr seht, ich habe hier auch nur 2 Hände. Marius hat genauso nur 2 Hände und Tom hat auch nur 2 Hände. Das heißt, von der Theorie her könnte man das alles auch selber. Von der Theorie her geht das auch ohne Hebebühne. Natürlich braucht man Schweißgerät, einen Bohrer und eine Flex. Aber solche Sachen lassen wir wirklich mal außen vor. Dinge wie Motorenbearbeitung, Zylinderkopfverarbeitung, die inkludieren wir alle, weil die kann nun mal jeder von euch nicht selber. Also es geht hier wirklich um einen reinen Tuning-Materialpreis, ohne ein Auto zu kaufen. Weil auch da wäre es jetzt direkt wieder Golf 3. Ja, gibt es für 500 Euro, gibt es auch für 30.000 Euro. Schwer einzuschätzen. Deswegen, es geht darum, jeder hat sein Basisauto und schon will das Ding umbauen. Wir haben damals angefangen, V6. Das heißt, als allererstes muss man sich einen V6-Motor besorgen. Ich habe eben gerade mal Kleinanzeigen aufgemacht, war ein wenig erschrocken, was diese Motoren mittlerweile kosten. Es gab Zeiten, da standen die für 50, 100 oder 200 Euro drin. Habe aber tatsächlich mehrere im Bereich 500 Euro dann gefunden. Das heißt, wir setzen erstmal für den Basismotor 500 Euro an. Diesen Basismotor braucht ihr auch, weil nämlich tatsächlich einige Sachen original bleiben. Ölwanne, Kurbelwelle, die Flansche links, rechts, das ein oder andere Wasserrohr, die ganzen Räder auf den ganzen Verbrauchern und so. Also, es geht los mit V6-Motor, 500 Euro. Jetzt kommt zufälligerweise gleich an erster Stelle eine kleine Eigenwerbung. Natürlich braucht ihr einen Satz Pleuel. In dem Fall sind meine eigenen Pleuel, die Aluspleuel verbaut, die kosten 699 Euro. Dann geht es weiter mit Viseco-Kolben. Wir selber fahren in den Oma Golf Viseco-Kolben. Die kommen dann nochmal mit 839 Euro zu Buche, schlagen zu Buche. Dann geht es weiter mit Stehbolzen. Dieser Motor muss irgendwie zusammengehalten werden, weil wir reden hier später von 1000 plus PS. Das heißt, da reichen nicht mehr normale Kopfschrauben, da reichen auch nicht mehr normale Kurbelschrauben, sondern die Drücke sind so hoch, dass diese Schrauben sich anfangen zu lenken. Die Vorspannung auf der Kopfdichtung wird weniger und der Druck im Zylinder durch die Explosion kann quasi zwischen Kopf und Kopfdichtung entweichen. Deswegen braucht man da hochfeste Stehbolzen. Hier haben wir sowohl an dem Zylinderkopf als auch an der Hauptlage die Pro Series Bolzen verbaut. Diese kosten Zylinderkopf 599 Euro, Hauptlager, also für die Kurbelwelle 299 Euro. Dann geht es weiter. Der Schwingungsdämpfer auf der Kurbelwelle wird ersetzt gegen einen Fluiddämpfer. Was heißt das? Original ist der Schwingungsdämpfer beim VR ein zweiteiliges Teil mit einer Gummifüllung. Das heißt, die Schwingung von der Kurbelwelle werden gedämpft dadurch, dass dieses Gewicht in der Gummilagerung gegenschwingt. Der Fluiddämpfer ist ein bisschen anders aufgebaut. Da ist so ein hochvikoses Öl drin und macht das Ganze nicht über Gummi, sondern Öl. Der kostet 599 Euro. Der muss auf jeden Fall auch drauf. Ist unsere Erfahrung wirklich extrem gut. Habt ihr den nicht drauf, haben wir schon ein paar Motoren gesehen, wo zum Beispiel bei hohen Drehzahlen
es losgeht mit Schrauben, die sich lockern. Es kann unter Umständen zu einem Hauptlagerschaden kommen, einfach weil die Kurbelwelle anfängt zu schwingen, die Lagerspiele nicht mehr passen, das Ganze frisst und so weiter. Deswegen braucht man auf jeden Fall Fluid Dumper. So, das Ganze muss natürlich alles noch montiert werden. Das können wir selber, aber der Block muss bearbeitet werden. Er muss gebohrt werden, er muss gehohnt werden, muss geplant werden. Da habe ich leider keinen Preis im Internet gerade gefunden. Deswegen machen wir mal Folgendes. Wir rufen einfach mal den Andi, Subi Performance, an. Der ist leider im Urlaub gerade, aber das ist mir egal. Es freut mich nämlich mal, ihn zu hören. Und ich lasse mir von ihm einfach mal einen Preis geben. Hallo, hier ist die Mobilbox von 0163. Okay, wir lassen den Guten im Urlaub. Macht aber nichts. Ich denke mir jetzt hier zur Sekunde mal einen Preis aus. Sorry dafür, der aber ganz gut passen wird. Vorsichtig gesagt, was muss gemacht werden? Also ihr könnt das natürlich bei jedem Motorenbauer eures Vertrauens machen. 6-Zylinder bohren. Was bei einem VR6-Motor nicht ganz so einfach ist, weil der ja einen Winkel zwischen den beiden Zylindern hat. Das heißt, ihr braucht ein Bohrwerk, wo unten der Tisch drehbar ist. Oder ihr braucht eine spezielle Platte, womit ihr den festschraubt, dass der dann wieder passend gerade zum Bohrwerk steht. Muss dann auch einmal umgespannt werden, weil die Zylinder so stehen. Das heißt, einmal so bohren und einmal so bohren. Ich sage jetzt mal vorsichtig gesagt, 6-Zylinder bohren mit hohen 600 Euro. Dann oben Plan plus die Ringe stechen. Wir fahren ja immer einen Kupferring oben in der Dichtfläche. Ich sage jetzt mal 300 Euro, 50 Euro pro Einstich. Sind wir bei 900 und rechnen einfach nochmal 100 Euro fürs Reinigen von dem Block anschließend. Sind wir beim Tausender. Ich denke, 1000 Euro. Es wird mit Sicherheit jemand geben, der es für 500 macht. Es wird auch jemand geben, der es für 2000 macht. Aber 1000 Euro ist für die Motorenbearbeitung auf jeden Fall erstmal eine faire Nummer. So, weiter geht's. Natürlich braucht dieser Motor noch jede Menge Neuteile. Lager, Dichtung, Wasserpumpe etc. Habe ich jetzt einfach mal gerechnet 500 Euro. Ist auch, muss nicht original VW-Teile sein, vieles ist eh entfallen. Ich kaufe zum Beispiel immer die Kopfdichtung von Rheins, also ich kaufe generell gerne Dichtung von Rheins. Lager, Pleuellager und Hauptlager gibt es verschiedene Varianten. Ihr könnt ACL, Race Bearings nehmen, King Bearings. Ihr könnt einfach ganz normale nehmen von Glyco oder Kais. Aber ja, ich denke, da sind wir ganz fair mit. So, dann geht es weiter, Ansaugbrücke. Also jetzt kommen wir zu der ganzen Peripherie drumherum, die man einfach umbaut. Ansaugbrücke haben wir drin von ADT, Adrenalin Tuning. Ihr erinnert euch da, das ist das Papa-Sohn-Gespann, die selbst die Antriebswellen selber baut. Die gießen wirklich den Unterteil von der Brücke selber, schweißen dann einen großen Korpus dran, 650 Euro. Jetzt haben wir oben auf dem Motor von Joel JB Motoring den gefrästen Ventildeckel. Kostet 1049 Euro. Alleine, ich habe eben gerade nochmal Rücksprache gehalten, nur Materialkosten ist mittlerweile 600 Euro für diesen Aluklotz. Ne? Dann geht es weiter. Wir fahren einen speziellen Gusskrümmer. Dieser Gusskrümmer, was heißt speziellen? Das ist schon ein ganz normaler, einfacher Gusskrümmer, der aber schon eine etwas bessere Rohrführung hat. Den habe ich gerade im Internet gefunden für 519 Euro. Dann Turbolader, das Hauptteil. Ohne Turbolader einfach nichts los in so einer Bude, weil die Leistung kommt von der Luft, von dem Sauerstoff, die in dem Motor ist. Den Sauerstoff in den Motor reinzukriegen, geht nur mit einem großen Turbo. Das heißt, da ist verbaut ein BorgWarner S300 Turbolader. Da kommt es gar nicht jetzt so unbedingt darauf an, welchen Turbolader ihr kauft von BorgWarner. Wichtig ist halt nur, dass es die große 80 mm Turbine ist. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen rausgepickt, so ein 72er. Der kostet 1562 Euro. Dazu kommt dann allerdings nochmal das Upgrade von TTE. Ich weiß gar nicht, ob wir da ein Video zugemacht haben, sonst müssen wir es auf jeden Fall nochmal nachholen. Ist es ein neuer Turbolader, das heißt Lagerung und so bleibt alles alt, aber er wird einmal zerlegt. Es kommt ein größeres Verdichterrad drauf mit dem passenden Gegenstück im Verdichtergehäuse und das Ganze wird einmal durchgewuchtet. Habe ich jetzt mal 500 Euro angesetzt für dieses kleine Upgrade von einem neuen Turbolader. Schickt ihr einen gebrauchten Turbolader hin, wird das natürlich viel, viel teurer. Aber bei einem neuen Turbolader, wo nur das Verdichterrad getauscht wird, sind wir da, glaube ich, gar nicht so weit entfernt. Dann Nockenwellen von Debila, 799 Euro. Verstellbare Kettenräder von Don Octan, damit man die Steuerzeiten bei dem Motor überhaupt einstellen kann. Original, die Kettenräder sind nämlich gar nicht einstellbar. 179 Euro. Dann, um die überhaupt vernünftig einstellen zu können, muss auf der Seite der Kettendeckel abgeändert werden, weil an die einstellbaren Kettenräder kommt man sonst gar nicht dran. Das heißt, ihr müsst den Kettendeckel auffräsen und eine Platte drauf machen, dass man jederzeit an die Verstellung rankommt. 200 Euro. Jetzt geht es weiter mit Zylinderkopf. Zylinderkopf ist bei dem Motor wirklich eine kostspielige Sache. Also falsch. Zylinderkopf ist bei dem Motor
kostspielig im Verhältnis zu anderen Motoren, aber noch im Verhältnis, okay, was ihr für diese Leistung auf jeden Fall braucht, sind große Auslassventile, große Einlassventile und von Supertech ein Ventilfedern-Kit. Auslassventile 179 Euro, Einlassventile 149 Euro, Ventilfedern 415 Euro. Dann muss zum Beispiel bei NG nochmal die Fräse angeschmissen werden. Es gibt eine komplette Zylinderkopfbearbeitung mit größeren Sitzringen für die größeren Ventile und mit Golfball im Einlass. Da habe ich jetzt einfach mal 2000 Euro für angesetzt, ohne Material, nur für das Fräsen. Da habe ich nämlich zur Sekunde auch im Internet leider keinen Preis gefunden. Jetzt geht es noch mit der ganzen Peripherie ein Step weiter. Ihr braucht Wastegate. 399 Euro. Wastegate ist das Teil, was an den Krümmer angeflanscht ist, welches quasi den Ladedruck regelt. Das heißt, wenn das Steuergerät sagt, so, jetzt bitte nicht mehr Ladedruck machen, geht das Wastegate auf und die Abgase gehen am Turbolader vorbei in die Downpipe. Pop-Off, 99 Euro. Pop-Off, was ist das Pop-Off? In dem Moment, wenn ich vom Gas gehe, muss ja die Luft irgendwo hin. Wir haben in dem ganzen System 2-3 Bar. Wenn ich die Drosselklappe zumache, müssen diese 2-3 Bar irgendwo hin. Wenn kein Pop-Off aufgeht, kann dieser Druck nur wieder durch den Turbolader zurück. Das heißt, das Verdichterrad bleibt ruckartig stehen. Es macht dann so ein Zwitschergeräusch, wie so eine Art Trillern. Ist tödlich für den Turbolader, geht nicht lange gut. Deswegen auf jeden Fall immer ein Pop-Off verbauen. 99 Euro. Dann Wasserkühler. Haben wir von uns drin. 319 Euro mit Lüfter. Ist ein großer Alu V6 Wasserkühler. Auch auf jeden Fall verbauen. Jetzt wird es handwerklich. Diese Sachen würden ein Schweinegeld kosten, wenn man sie kaufen würde, weil es Einzelanfertigungen sind. Wenn man selber macht, geht es einfach. Thema Ladeluftkühler. Wir haben vorne einen 600x300 Ladeluftkühler mit wirklich krassen Kästen gebaut. Etliche Stunden reingegangen. Ladeluftkühlernetz kostet 200 Euro. Die nächste Position hat mich umgehauen. Ihr erinnert euch, wir hatten anfänglich Probleme mit Schläuchen, die immer runterfliegen. Dann sind wir den Step gegangen auf 4 Vibrant-Schellen. Vibrant-Schellen heißt, das sind 2 Anschweißringe mit Dichtringen, wo so ein Schiebestück rüberkommt und eine Schelle. Ja, Leute, was soll ich sagen? Diese 4 Vibrant-Schellen kosten mittlerweile 720 Euro zusammen. Das ist wirklich Geld. Dann brauchst du noch ein bisschen Alumaterial für die Rohre, also für die Verrohrung. Heißt Rohrbögen und Rohrstücke. Habe ich jetzt mal mit 200 Euro angesetzt, das sollte auch passen. Jetzt als allerletztes Thema Motor, Abgasanlage, Downpipe. Ich habe jetzt mal einfach angesetzt, man kauft 3 Schalldämpfer für 500 Euro und ungefähr für 150 Euro nochmal Edelstahlmaterial. Weil viel ist es bei so einem Golf nicht. Ihr braucht ein bisschen gerades Rohr, ein paar Rohrbögen, ein Flexrohr und vielleicht noch eine V-Bahn-Schelle zwischen. Machen wir mal den ersten Zwischenstand. Kommen wir summa summarum nur beim Thema Motor auf 15.822 Euro. Das ist nicht wenig Geld, 15.000 Euro, die mal eben in so ein VR raus sind. Ich erinnere mich an dieses, die Amis posten immer so ein Bild, Haube geht auf und es ist einfach nur so ein schwarzes Loch im Motorraum, wo das Geld reingeht. Aber 15.000 Euro für einen Nigelnagel 9000 PS Motor, wo wirklich fast jedes Teil angefasst ist. Ja. Achso, eine Sache fehlt in der Auflistung. Thema Kurbelwelle, habe ich gesagt, bleibt original, bleibt auch original. Die muss meistens bei einem gebrauchten Motor einmal poliert werden. Das heißt, da reicht eine ganz normale Drehbank zu, wo ihr die Welle einspannt. Dann lasst ihr die ganz langsam drehen und nehmt euch einfach nur ein bisschen Polierwatte, ein bisschen Schleifvlies und leppt die einmal über, dass halt die Oberfläche wieder schön glatt ist. Ne? Das habe ich noch vergessen. Das ist jetzt einfach mal Peanuts. Ja, 15.822 Euro bei aktuellen Preisen. Ich behaupte mal, früher waren das eher 10.000 bis 12.000 Euro. Das merke ich nach Corona schon, dass hier und da die Preise schon massiv angezogen haben. Weiter geht's. Thema Antriebsstrang. Thema Antriebsstrang ist immer so ein Thema, da gibt es leider nur ganz oder gar nicht. Natürlich kann man einfach serienmäßig fahren und jede Woche das Getriebe tauschen. Mit Pech jedes Mal Gas geben, das Getriebe tauschen. Mittlerweile kosten die VR6-Getriebe auch richtig Asche. Das heißt, meine Empfehlung ist, beziehungsweise wir gehen jetzt ja das durch, wie es bei Oma Golf verbaut ist. Als allererstes braucht ihr Schwungrad und Kupplung, zum Beispiel von Donoctan. Das heißt ein Einmassenschwungrad, passend für die RCS 200 Zweischeibenkupplung. Damit geht ihr in Rente am Ende. Die kostet 1.799 Euro. Dann braucht ihr einen Radsatz für das Originalgetriebe. Den haben wir von dem Mario Tau verbaut. Das ist auch der Veranstalter vom TTT. Habe ich auch keinen Preis zugefunden, gerade im Internet. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass da der Listenpreis so ungefähr bei 3.500 Euro liegt. Was in meinen Augen wirklich ein extrem günstiger Radsatz eigentlich ist, weil ich glaube nicht, dass es viele andere Radsätze so für 3.500 gibt, weil da ist alles bei. Da sind die Dock
Ringe bei, Eingangswelle, Abtriebswelle, Achsübersetzung und Gänge von 1 bis 5. Ist in meinen Augen wirklich ein guter Kurs, wir haben es noch nie kaputt bekommen. 3,5. Dazu kommt natürlich eine Lamellensperre. Bei diesem Auto würde ich ehrlich gesagt auch immer eine Lamellensperre verbauen, weil meiner Meinung nach diese ganzen Torsensperren, die es gibt, die sind für mich eher was für die Straße. Und bei einem Auto, was wirklich nur mit Traktion aus der Kurve raus oder nach vorne gehen soll, ohne Rücksicht auf negative Effekte, ist eine Lamelle einfach in meinen Augen immer das Beste. Ne? Die kostet 900 Euro. Und jetzt der letzte Punkt, der noch dazu kommt. Thema Antriebswellen. Haben wir ja das große Set damals bei DriveChef Shop bauen lassen. Das gab es vorher so nicht. Das beinhaltet große 108er Flansche, die ins Getriebe reinkommen. Die gibt es allerdings serienmäßig von so Sonderfahrzeugen. Es gab irgendwie mal so, keine Ahnung, T4s mit dem Getriebe, die dann irgendwie als Offroad-Sonderfahrzeug, Polizeibus-mäßig irgendwie größere Innengelenke hatten. Die gibt es tatsächlich immer noch bei eBay und so weiter zu kaufen. Die sind jetzt aber in dem Kit hier inkludiert. Dann diese fette Welle mit 108ern Gelenken und Radnaben, weil selbst die Außengelenke größer sind. Kostet 2.200 Dollar. Ich habe jetzt mal 2.200 Euro gerechnet mit Dollarkurs und so. Ein bisschen Versand noch on top. 2,2. Das macht nur beim Thema Antriebsstrang 8.400 Euro. Klingt im Verhältnis zum Motor nach viel, aber ganz ehrlich, das ist ehrlich gesagt bei jedem Projekt so. Es gibt extreme Projekte, GTR und Lambo R8. Da kostet so ein Getriebe auch schnell mal 50.000, 60.000 Euro, wenn es maximal geil gemacht sein soll. Gibt auch andere Autos, wie zum Beispiel Porsche 906, 907, wo man ganz lange in Seriengetriebe fahren kann. RS4. RS4 Seriengetriebe bin ich bis zum Schluss gefahren. Also man kann mit einem RS4 Getriebe tatsächlich 1000, 1200 PS fahren. Ne? Ja. So. Jetzt geht's weiter. Nächster Punkt ist Thema Elektrik. Bei unserem Auto ist verbaut ein EMU Blecksteuergerät. Das kostet 1049 Euro. Dabei ist schon der ganze Kabelbaum. Der muss halt nur noch dementsprechend eingekürzt werden, etc. Dann haben wir drei 044er Pumpen. Zwei im Catchtank, eine im Haupttank, 300 Euro. Dann haben wir am Unterboden ein Catchtank hängend. Das heißt, eine Pumpe im Haupttank pumpt in den Catchtank. Wenn dieser voll ist, hat der Catchtank einen Rücklauf wie ein Haupttank. Das heißt, wir können 100% sicherstellen, dass der Haupttank, der Catchtank immer voll ist. Aus diesem Catchtank gehen zwei 044er Pumpen nach vorne. Da haben wir richtig geil einfach am Unterboden PTFE-Leitung gelegt aus unserem Sortiment und haben von Joel JB Motoring so gedruckte Halter bekommen. Sieht wirklich fast aus wie original. Zweimal der 6 Vorlauf, einmal der 8 Rücklauf. Für das ganze Gedöns, Catchtank, Leitung etc. habe ich mal 500 Euro angesetzt. Dann kann ich jedem Golffahrer nur empfehlen, haben wir im Innenraum das Kencheck-Display. Das ist so richtig geil 3D gedruckt in der Luftdüse. Sieht eigentlich fast aus wie original. Sieht fast aus wie original. Und das kostet nochmal 399 Euro. Kann dann allerdings mit einem Originalsteuergerät nicht so viel, weil ihr original einfach keine Daten im Auto habt. Das heißt, ihr müsst dieses Display selber mit Sensoren ausstatten. Habt ihr eine EMU verbaut, kann das Display alles, was die EMU kann, weil es über CAN-Bus alles zum Display geschickt wird. Man kann es sogar als Schalter benutzen und zum Beispiel Map 1, Map 2, Launch Control, wie auch immer, darüber aktivieren. Hängt ganz davon ab, wie, wo, was man noch so verbaut hat. Dann brauchen wir 6 Einspritzdüsen. Wir haben 1600er Bosch-Düsen verbaut, 1650er, 1500er, das kommt immer so drauf an. Je nachdem, wie sie ausgelegt sind, 700 Euro. Dann habe ich natürlich ein bisschen Kabelzubehörzeugs. Kabel dazu kaufen muss man nicht viele, weil bei der EMU fast alles dabei ist. Aber solches, so Spielchen wie natürlich kommt hier und da mal ein Steckergehäuse, eine Tülle, ein bisschen Wickelband und so weiter. Ich habe mal 200 Euro angesetzt. Die braucht man auf jeden Fall. Last but not least noch Wassermethanol. Wassermethanol haben wir nicht ein ganzes Kit verbaut, sondern jedem, der ein Freipumpe-Steuergerät drin hat, kann ich nur empfehlen, kauft euch einfach nur die Pumpe und die Düse und verkabelt das Ganze ans Steuergerät. Das heißt, das Steuergerät gibt einfach nur einen Output frei. In dem Moment, wenn ich Wassermethanol angehen soll, dieser Output schaltet ein Relais und das Relais schaltet die Pumpe. So, 300 Euro. Kommen wir bei Thema Elektrik auf 3.448 Euro. Finde ich nicht viel Geld dafür, dass da alles dran ist. Also das geht viel, viel aufwendiger und teurer. Es gibt manche Steuergeräte, Motec, Cyvex, da kriegst du für 3,5 noch nicht mal Steuergerät. Ne? Ganz andere Liga, können natürlich auch mehr und so weiter. Als allerletztes Thema
Chassis. Liegt mir auch am Herzen, weil ich jetzt als frischer Papa und sehe das Ganze jetzt auch so ein bisschen anders mittlerweile. Ich denke mal, das liegt auch daran, dass ich einfach auch eine gewisse erzieherische Maßnahme für meine Follower habe. An dem nächsten Punkt solltet ihr definitiv nicht sparen, weil es könnte euer als auch das Leben anderer sein. Das heißt, Thema alles rund um Fahrwerk, alles Thema rund um Bremse. Es ist einfach eure Sicherheit und spart nicht an diesen Punkten. Das war auch die Sache, warum wir am Ende bei Grip natürlich teurer waren als 5.000 Euro. Aber ich finde, keiner sollte 500 oder 1.000 PS mit einem 30 Jahre alten Serienfahrwerk fahren, auch nicht mit einer 30 Jahre alten Serienbremse. Das muss passend zur Leistung sein, passend zur Performance zum Auto sein. Und deswegen diese Punkte ganz wichtig. Wir haben verbaut ein H&R-Fahrwerk, ein Gewindefahrwerk. Alleine um die Höhen passend anzupassen. Dabei ist das Auto gar nicht so tief. Das liegt bei 1.000 Euro. Dann haben wir verbaut, ganz wichtig, ich sage, das ist der Punkt, der das Auto auf der Autobahn am sichersten macht, Thema Stabis, vorne, hinten. Original hat unser Golf hinten gar keinen Stabi, das heißt, da wird ein Stabi nachgerüstet, war auch Pflicht, um den VR6 einzutragen. Plus vorne einfach für den fetten VR da drin einen dickeren Stabi. Und das ist einfach das, was so ein Auto, wenn du ihr auf der Autobahn um die Kurve fahrt, ein paar Bodenwellen kommen und so, einfach viel, viel, viel fürs, vom Gefühl her für euch selber viel, viel sicherer macht. Ne? Deswegen 459 Euro der Stabilsatz. Dann Thema Bremse. Nach oben hin natürlich keine Grenzen. Wir haben ein Setup verbaut, was ich nur empfehlen kann. Hinten serienmäßig VR6 Scheibenbremse. Einfach nur neue Scheiben, neue Belegen kaufen. Reicht vollkommen aus. So ein Auto bremst auf der Hinterachse eh nicht viel. Vorne mit dem schweren VR mindestens eine VR-Bremse verbauen. Wir haben verbaut die Bremse vom S3. Die ist ziemlich baugleich, zum Beispiel auch mit Golf 5 GTI. Das ist dann eine 312er. Für diese 312er haben wir einmal gute Scheiben und gute Belege gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war EBC damals. Und schon habt ihr ein Setup, was vom Gewicht des Autos passt, von der Performance passt und so weiter. 600 Euro. So, dann haben wir die 16 Zoll Speedline-Felgen drauf gemacht. Die gibt es bei Kleinanzeigen so für 400 Euro. Das sind zweiteilige Felgen. Und als letztes haben wir noch einen Satz Toyo R888. R ist die neue Version davon gekauft. 205, 45, 16, der liegt bei ungefähr 650 Euro. Damit kommt man beim Thema Chassis auf 3.109 Euro, die maximal gut investiert sind. Ich würde dieses Geld sogar immer als erstes ausgeben, erstmal eine gute Basis schaffen und dann geht's weiter. Eigentlich, sage ich ganz ehrlich, braucht dieses Auto ein Käfig, einen guten Sitz und einen Hosenträgergurt. Dann ist es aber einfach nicht mehr der Oma-Golf, sondern dann ist es ein Renngolf. Das heißt, hier ja, muss ich ein Auge zudrücken. Die volle Leistung fahren wir mit dem Auto eh nie, außer auf einem Event. Auf einem Event weiß ich nicht, ob ich nochmal so schnell fahren würde. Ohne Gurt, ohne Käfig, ohne Sitz. Wir blenden hier gerade nochmal den Lauf aus 2022 ein. Da sind wir mit dem Auto 316 beim Race 1000 gefahren, beim TTT gefahren, auf einer halben Meile. Stehender Start, zweite Gang, Launch Control, mit drehenden Rädern losgefahren. Das heißt, bis 120 hat das Auto durchgedreht und dann wirklich 3, 4, 5, 3, 16 im Ziel. Damals hatten wir für das ganze Auto einen Unterboden gebaut. Ich bin auch der Meinung, der Effekt war krass, weil ihr seht, wie ich im Sitz hüpfe. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass das ganze Auto sich an den Boden angesaugt hat. Und somit natürlich ich aus dem Sitz fliege bei jeder Bodenwelle, weil eine Straße ist nie 100% glatt. Ja, so, wir blenden nochmal einmal kurz den Lauf ein, weil es einfach so geil ist. Summe summarum sind wir bei 30.778 Euro. Kaufen sich andere Neuwagen für oder ein schönes Alltagsauto oder einfach eine geile Karre? Ich denke, der eine oder andere wird aber auch genauso denken, dass in dem Auto eher 50.000 Euro sind. In unserem Fall haben wir auch ehrlich gesagt nicht viel kaputt gemacht.
Also da kommen jetzt auch nicht viele Schäden on top. Wir haben zu Zeiten, wo wir noch nicht die Zweischeibenkupplung drauf hatten, sondern eine kleine Kupplung, deswegen würde ich sowas auch nie wieder machen, öfter mal eine Kupplung gesprengt, wodurch dann halt das Getriebe kaputt war. Wir haben die Originalkolben öfter mal weggesprengt, deswegen haben wir dann halt die Viseco-Kolben eingebaut. Dann war das Schwungrad neulich lose. Da mussten wir halt dementsprechend einmal die Kurbelwelle tauschen. Ist wieder eine originale Kurbelwelle 1:1 reingewandert. Ist da wirklich nicht viel kaputt gegangen. 30.778 Euro, viel Geld. Es gibt andere Autos, wo für so eine Performance viel mehr Geld reingeht. Weil es ist einfach ein gesamtes Auto für das Geld. Wenn man jetzt halt zum Beispiel in Richtung Audi, RS3, TTRS, R8, RS4, BMW, M3, M4, 140i und so. Damit so ein Auto wirklich am Ende echte 316 auf der halben Meile fährt, boah, da geht es bei anderen Autos wirklich so richtig ins Geld. Also ich sage vorsichtig, da steht sofort die doppelte Summe. Also wenn jemand über 300 fahren will auf der halben Meile, behaupte ich mal ganz vorsichtig, kriegt man das für weniger Geld nicht hin. Definitiv nicht. Außer man fährt wirklich nur einen einzigen Lauf, danach ist alles Kernschrott und ihr fahrt wieder nach Hause. Dieses Auto ist seitdem einfach nur weggestellt. Dann waren wir auf dem Radnabenprüfstand, da war das Schwungrad lose, 1072 PS am Rad. Ist für mich auch bis heute eine Zahl, die ist unbeschreiblich für dieses Auto, so wie es da steht. Wir haben, glaube ich, 10, 15 Läufe gemacht. Danach war die Kurbelwelle Schrott, einfach nur, weil das Schwungrad so auf der Kurbelwelle gerieben hat, dass man es tauschen musste. Neulich aus der Garage geholt, fährt wieder. Einfach nur geil. Schreibt gerne in die Kommentare, welche anderen Videos ihr gerne sehen wollt. Thema Limo-Kosten kommt zu 100%, wenn das Auto fertig ist. Ich kann das gerne auch mit Autos von euch machen. Wenn ihr irgendwelche Autos habt, über die wir definitiv mal berichten sollen, überhaupt kein Problem. Machen wir mit eurem Auto. Wie ich schon anfangs sagte, gar keine Arbeitszeit. Wenn ich jetzt zurückdenken müsste, wie viel Zeit in dieses Auto gegangen ist, es ist bei weitem nicht so viel Zeit, wie zum Beispiel in die Limo gegangen ist. Ich weiß, als wir damals das Auto gebaut haben für Grip, haben Marius und ich da, an der Stelle nochmal vielen Dank wieder an Marius, der mir immer beiseite steht und immer hilft, würde ich tippen, realistisch, ja, so 3 Monate pro Woche, jeder meinetwegen 10 Stunden, das sind also pro Nase 100 Stunden mal 2, 200 Stunden. Ja, ich sag mal, der erste Step, den wir gebaut haben, das waren 200 Stunden und dann kam irgendwann nochmal der Step, wo wir, so viel haben wir seitdem gar nicht umgebaut, dann haben wir nochmal hier und da nochmal ein bisschen mehr Aufwand, war nochmal Thema Kabelbaum, als wir dann auf EMU gegangen sind, erst war es Originalsteuergerät. Das waren, sagen wir, nochmal 30 Stunden. Dann habe ich nochmal 20 Stunden bestimmt das Kraftstoffsystem gebaut. Jetzt sind wir bei 250 Stunden. Ich sage jetzt mal vorsichtig nochmal 50 Stunden für ein paar Schäden, Motorrevisionen und mal hier die Verrohrung anpassen und so. Sind wir also bei roundabout 300 Stunden, würde ich tippen, die da drin stecken in dem Auto. Das ist, glaube ich, eine realistische Zahl. Heißt, wenn man das bei einem Schrauber zahlen müsste, der 100 Euro die Stunde nimmt, das ist so ein Werkstattsatz für eine freie Werkstatt, glaube ich, quer durch Deutschland, wird auch Werkstätten geben in Hannover, die 250 Euro nehmen, wird auch Werkstätten geben, die 50 Euro nehmen. Bei 100 Euro die Stunde wären das also ziemlich genau nochmal die Kosten, die man als Material hatte, in Arbeitslohn. 300 Stunden, a 100 Euro, 30.000 Euro. Ehrlich gesagt, fahrt ihr zu einem Tuner und wollt das Auto genau so gebaut haben, also wirklich genau so gebaut haben. Ich wüsste gerne mal, ob der sagt, ja, mache ich für 30.000 Euro. Weil da drin ist auch inkludiert, dass der einen VR6-Motor schlachtet, alles sauber macht, alles schön macht, lackiert, putzt, die Fingernägel dreckig macht, weil man so lange schrubbt, bis der ganze Dreck weg ist. Vorderachse, Hinterachse, Innenraum, Kabelbaum, abstimmen, dies, das, jenes und so weiter. Also ich glaube, das ist eine Zahl für jemanden, der sich das Auto bauen lassen will. Wird mich jetzt der ein oder andere Tuner da drin bestätigen, mit Ladeluftkühler bauen, Auspuff bauen, Rohre bauen und so weiter, wird da eine Zahl 20.000, 30.000 Euro an Aufwand am Ende stehen. Oder 30 Stunden, das heißt 300 Stunden, das heißt ein Angestellter, Vollzeit 2 Monate. Ich würde sagen, genug gequatscht für heute. War wieder ein Video, wo ich glaube, Nico gleich gar keinen Cut machen muss, weil ich so durchgehend gelabert habe hier. Aber Zahlen kann ich mir zum Glück immer ganz gut merken. Lasst einen Kommentar da, wo ihr Bock drauf habt, was ich euch zeigen soll, vorrechnen soll, wie auch immer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.